Ein Mensch auf Stelzen geht im Veranstaltungssaal herum. Er hat einen langen schwarzen Stab und geht zwischen den anderen Körpern herum und sortiert sie aus. Er tippt sie an und sie verschwinden von der Bildfläche. Ich bin bei der Dresden Frankfurt Dance Company im Festspielhaus Hellerau und sehe das Stück Extinction of a Minor Species. Übersetzt heißt das, das Aussterben einer bedrohten Art. Ich sehe viele Bilder von Macht und von Kämpfen. Es gibt verschiedene Gruppen auf der Bühne, die sich in ihrer Kleidung ausmachen. Es gibt Menschen mit Tiermasken, es gibt fast nackte Menschen, Menschen, die vollkommen eingekleidet sind, wie ein kleiner Astronaut wirken. Es gibt Menschen auf Stelzen. Das Stück ist in Zusammenarbeit mit der Senckenberg-Forschung entstanden und möchte irgendwie die Verbindung zwischen Wissenschaft und Kunst aufzeigen. Der Tanzstil ist sehr körperbetont, es geht immer aus der Mitte heraus. Sehr viel Wellen, Bewegungen, Stretchen zeigen sehr leidenschaftliches Tanzen auch, aber nicht im sexuellen Sinne, sondern eher körperbetont auf das eigene Selbst. Es wird ein Kampf gezeigt, teilweise ganz ohne Sounds und einige Bewegungen werden mit einem Sound verdeutlicht. Das war so ein bisschen wie so in so ein Cartoon, ein Zeichentrick, hat die Situation aber leider ein bisschen albern gemacht. Also es war alles sehr ernst und düster, das Stück, und da musste man doch ein bisschen schmunzeln, vor allem wenn die Tänzer dann doch nicht ganz den Ton getroffen haben. Die Musik von Ulrich Müller und Siegfried Rössert hat orientalische Klänge gemischt mit Hip-Hop und Techno-Sounds, was, glaube ich, ohne die Bewegungen der Tänzerinnen und Tänzer ganz furchtbar klingen würde. Aber so in diesem Zusammenspiel mit den Bewegungen und was das Auge sieht und was das Ohr hört, hat das sehr schön zusammengewirkt. Das Lichtdesign hat der künstlerische Leiter Jacopo Godani selbst gemacht auf der Bühne. Ich fand es sehr faszinierend, wie sich das Bühnenbild mit wenigen Mitteln verändern konnte. Es war immer so ein blassblaues, grauer Ton, und wenn sich dieser Ton mal ein bisschen geändert hat, eine grünliche Stimmung oder eine gelbe Stimmung, hat sich komplett die Wirkung auf der Bühne verändert. Was ich auch ziemlich spannend fand, sie haben viel mit Schwarzblenden gearbeitet. Das heißt, zum Ende eines Tanzes war schwarz, man sah nichts mehr, und als das Licht wieder anging, ist eine ganz neue Szene auf der Bühne entstanden. Das fand ich sehr schön. Das hat auch irgendwie sehr viel Abwechslung in dieses Visuelle gebracht. Bei einer Sache habe ich mich die ganze Zeit gefragt, was das soll. Und ich fand, es hat auch keinen schönen Effekt eigentlich, dass einige der weiblichen Tänzerinnen Plastik auf dem Kopf hatten und so eine seltsame Tüte. Weiterhin ist mir aufgefallen, in dem Stück geht es um Macht und um Aussortierung. Und es wurde eine dominante Position eingenommen von Menschen, die einen von oben herab beobachten, weil auf dem Bühnenbild so kleine Gerüste standen. Es wurden Menschen auf diese Stelzen gestellt, damit sie größer aussehen und dominierend waren. Was mich ein bisschen beschäftigt hat, dass es alles männliche Positionen war. Auch dieses Aussortieren ist immer von männlichen Tänzern ausgegangen. Ich fand am besten die Stellen, wo man sich einfach auf eine Gruppe konzentrieren konnte. Am Anfang haben 4 Menschen gemeinsam getanzt. Dann am Ende gab es ein ganz langes Duo von 2 Tänzern, die gemeinsam die Tanzvorführung beendet haben. Und das fand ich eigentlich am spannendsten, weil man da nochmal ganz genau auf die Menschen gucken konnte, wenn so viele Handlungen auf einmal stattfinden, weil ich das manchmal ein bisschen ablenken, und ich war ein bisschen gestresst, wo ich nicht wusste, wo ich hingucken soll, und konnte die Geschichten, die alle parallel liefen, nicht zu Ende sehen. Bei der Dresden Frankfurt Dance Company fällt auf, dass ein Zusammenspiel nicht unbedingt Synchronisation heißt, aber das war nicht das Ziel, sondern man hat trotzdem einen total starken Zusammenhalt dieser Gruppe gespürt. Spannend war dabei, wie die Gruppe sich immer gegenseitig beobachtet hat und auf ein Zeichen gewartet hat, und das fand ich total toll zu beobachten, wie das alles funktioniert hat auf der Bühne mit der Kommunikation. Die gesamte Vorführung ging etwa 1 Stunde. Ich fand, die Vorstellung war beeindruckend an der Körperlichkeit, die die Tänzerinnen und Tänzer gezeigt haben, und hat mich auch irgendwie sehr berührt, was ich vom Bühnenbild gesehen habe. Also mit sehr wenigen Mitteln hat sich das großartig verändert. Währenddessen, das Licht war toll eingesetzt. Beim Sound war ich nicht so begeistert, das hat mich ein bisschen gestört. Und ganz ist mir der Zusammenhang mit der Forschung auch noch nicht ganz klar geworden. Auf jeden Fall faszinierend, das anzugucken. Ich bin da wirklich geflasht rausgegangen und würde es gerne noch einmal sehen.